Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Heart's Medicine, Time to Heal. Oh je, was ist mit dem Vater von Lisa? Oh, ich hoffe nichts Schlimmes, aber es sah nicht gut aus, wie Allison geguckt hatte auf die Ergebnisse. Nimm kein Objekt zweimal hintereinander. Oh Gott, na hoffentlich kann ich mir das merken. Was ist denn los? Geht es meinem Papa gut? Allison! Keine Sorge, Lisa. Das ist bestimmt nur ein Gerätefehler. Passiert öfters. Wir machen einfach einen neuen Scan. Oh je. Wo ist eigentlich der Mann mit den Lutschern? Kannst du ihn holen? Wenn das nur möglich wäre. Ich habe zufällig einen seiner Lutscher in meinem Kittel. Schau mal. Oh, habe ich irgendwas übersprungen? Tut mir leid. Es ging so schnell. Ach so. Oh Gott. Na, hoffentlich ist es wirklich nur ein Fehler. Was machen wir dann? Naja, aber uff. Okay, und was war das? Die zusätzlichen Daten erleichtern das Zeichnen von Markierungen und das Auftragen von Gel. Vielleicht wird das erst noch von Bedeutung sein. Ich bin mir nicht sicher. Na gut, dann nehmen wir doch das hier. So, dann geht's los. Nimm kein Objekt zweimal hintereinander. Okay. Hä? Hä? Okay, also Creme. Aber so oft kommt das ja sowieso nicht vor, dass die Leute exakt das Gleiche haben wollen. Das wird schon passen. So, jetzt lila und das und dieses. Und schnell einmal spritzen und schnell... Ui, das war knapp. So, einmal reinschieben. Aber ich glaube, er ist nicht golden geworden. Dazu habe ich dann doch ein bisschen zu lange gebraucht. Ah. Nee, halt. Nee, doch, das müsste passen. Ja, puh. Ah, er war ja doch noch golden geworden. Wahrscheinlich beim Rauskommen dann. So, ich darf jetzt nicht das lilane Spritzenzeug holen. Ach du Schande. Ach so, ich kann ja schnell was anderes holen. Stimmt ja. So, das war das nächste, was ich geholt habe. Dann geht das doch jetzt, oder? Ja, das geht. Hauptsache, ich habe das nicht... was habe ich denn dann jetzt geholt? Lilanes Spritzenzeug wieder, genau. Kein lilanes Spritzenzeug holen. Du willst darüber, alles gut. So, alle entlassen. Dann das hier. Und das. Ich komme zu spät. Nein, oh, es tut so weh, wenn dieses Geräusch kommt. Dieses, du hast es vermasselt. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir als letztes hatten. Die Kopfhörer? Ich glaube, wir hatten die Kopfhörer gegeben. Okay. Creme. Jetzt geben wir Creme. Oh Gott, und sie ist so unzufrieden. Es tut mir so leid. Aber du musst noch ein bisschen durchhalten. Ich kann euch noch nicht entlassen. Moment. Okay, ich gebe erstmal das hier. Und dann hole ich die Kopfhörer. Und dann gehe ich dahin. Oh Mann, alle sind mies gelaunt, ey. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich zuletzt gegeben habe. Die Kopfhörer. Was für ein Durcheinander. Könnt ihr jetzt mal zufrieden sein einfach? Ich gebe euch eine so gute Behandlung. Jetzt weiß ich auch wieder nicht, was ich zuletzt hatte. Ach. Wo ist das letzte? Ui, das war aber knapp, ne? Habe ich mich auch ein bisschen doof angestellt. Oh, es tut mir so leid. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Okay, sie ist zumindest rot. Also das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich hatte nicht orange gespritzt. So, das letzte war jetzt orange gespritzt, ja? Da will er ja nicht direkt nochmal das Gleiche. So, komm mal hierher, Mädel. Du willst Creme. Okay, jetzt haben wir also die Creme verwendet. So, jetzt will sie darüber. Mal gucken, was sie jetzt haben will. Vergleichen. So, Creme, Creme, Creme hatten wir zuletzt. So, jetzt orangene Spritze. Perfekt. Und alle entlassen. Boah, ihr geht's ja richtig schlecht. So, jetzt haben wir den Stift. Der rote Stift, genau. Schön merken. Nicht den roten Stift nehmen. Oh, das war knapp. So, nicht den roten Stift, nicht den roten Stift. Das sieht mir aus, als würde sie gleich den roten Stift wollen. Nein, will sie nicht. Na gut. So, jetzt ist gerade entspannt. Wir haben gerade nichts zu tun. Einmal hierher, bitte. Ja, klar. Ich untersuche mal ihr Gehirn.
Oh, da habe ich ein bisschen daneben geklickt, aber eigentlich wollte ich dahin klicken. So. Dahin. Oh, was hatte ich zuletzt? Ich nehme mal kurz den blauen Stift, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den roten oder den blauen zuletzt hatte. So, dahin. Sieh dahin. Oh Gott. Oh nein, ein Herz hat gefehlt. Jetzt nehme ich mal kurz das, weil ich weiß es nicht mehr. Okay, Moment. Oh Gott. Ich krieg hier die Krise. Okay, scheint aber richtig gewesen zu sein. Ich fürchte, das wird diesmal nicht reichen. Puh. Okay, sie ist schon mal zufrieden. Darüber bitte. Irgendeinen Stift hatte ich zuletzt. Okay, Creme kann ich nehmen. So, und jetzt haben wir das Röntgenbild. Jetzt einmal da rein, bitte. Okay, jetzt haben wir das Röntgenbild gehabt. So, er ist noch nicht zufrieden. Da kommt noch was. Ich pack das hier mal weg. Das bringt mich total durcheinander. So, Röntgenbild. Wir hatten das Röntgenbild zuletzt, ne? Dann hole ich mal kurz den Stift. So. Und hier rüber. Ach ja. Ah, vergessen. Dann bitte hierher. Ich kann nicht wieder Creme holen. Okay. Oh Mann, das ist nicht so einfach. Man hört das zwar, aber man weiß auch nicht so ganz sicher, wo es dann ist. Man versucht dann zu lauschen, aber teilweise reicht es einfach nicht. Okay, rüber in die Röhre. Ab in die Röhre. Heute gibt's Braten. Hm, ein Kissen. Okay, einen Stift kann ich holen, das ist kein Problem. Den hatten wir nicht. So, und du willst einmal hier hin? Kein Problem. Oh ja, ich liebe es, wenn ihr mir diese tollen Dinger gebt, ey. Na, kommen noch zwei Patienten? Die könnte ich echt gut gebrauchen. Ich stehe hier so rum und es kommt niemand mehr. So lange hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie gewartet. So, ein Röntgenbild. Ja, das ist eine Falle. Haha, kannst du vergessen. Na, na, na. Ach so, ich habe schon so viele, deswegen konnte ich es nicht mehr nehmen. Ich komme ganz durcheinander. So, aber es hat geklappt. Aber ich glaube, es reicht leider nicht für die 3 Sterne. Nee, leider nicht. Aber wir haben die Prüfung bestanden. Dann doch auch nicht schlecht. Oh, guckt mal, wie knapp das war. Den Millimeter hätten sie mir auch noch lassen können. Wehe, das ist jetzt nicht besser, das Ergebnis. Dann werde ich sauer. Bitte guck nach, ich will's wissen. Es war ein langer Tag. Du solltest besser nach Hause gehen. Wir erhalten die Ergebnisse erst morgen. Letztes Mal ging's aber schneller, ne? Das verstehe ich nicht. Hm, was ist denn damit? Nein, das muss an der Maschine liegen. All seine Organe sind befallen. Der Mann müsste längst tot sein, Chance. Das muss ein Fehler sein. Was habt ihr denn alle? Robin, wir brauchen ein zweites Gutachten. Das ist kein Fehler, das ist lebensbedrohlich. Oh nein. Hoffentlich können wir was für ihn tun. Erziele mindestens 12 Herzen im Röntgen-Minispiel. Oh Gott, ja. Das ist ja auch das Schwierigste. Moment, Röntgen? Welches ist denn jetzt Röntgen? Oh, Momentchen. Dann nehmen wir doch mal... Was ist das denn? Das interessiert mich. Oh, ein Schmetterling. Wow, ein Gedenkschmetterling für jeden Patienten, der in einem Krankenhausbett stirbt. Gleichzeitig wunderschön und herzzerreißend. Vor allem irgendwie traurig, aber es ist halt so, ne? Zum Glück gibt es sowas wie Krankenhäuser. Ich weiß, dass es jetzt schwer wird, aber wir müssen noch ein paar Tests durchführen.
Wir denken an eine Behandlung, die die Zersetzung der inneren Organe verlangsamen wird. Es scheint sich um eine aggressive Autoimmunkrankheit zu handeln. Wenn es wirklich so ist, gibt es leider keine Heilung. Wie lange werde ich noch leben? Das wissen wir nicht genau. Vielleicht einige Wochen, vielleicht einen Monat, zwei mit Behandlung. Nein, das werde ich nicht akzeptieren. Lisa, sie hat schon ihre Mutter verloren. Sie hat nur noch mich. Darum müssen wir möglichst schnell mit der Therapie beginnen. Das ist doch sinnlos, damit ich noch einige Tage im Krankenhaus vegetiere? Nie im Leben. Ich fühle mich prächtig. Ich muss mich um meine kleine Tochter kümmern. Aber gib ihm etwas Zeit, Allison. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Wir müssen noch vielen anderen Patienten helfen. Oh Mann, das ist so unfair. Das ist wirklich unfair. Okay, also zwei Betten könnten wir schon gebrauchen. Oder wir sparen darauf. Aber ich verstehe immer noch nicht, was das eigentlich soll. Also nehme ich lieber das Bett. So, los geht's. 12 Herzen im Röntgen-Minispiel. Ja, aber ich gebe mir ja immer bei allen Minispielen Mühe. Ist ja nicht so, als würde ich mir nicht Mühe geben. Von daher müssen wir einfach schauen, ob wir es hinbekommen. Wir versuchen es halt, ne? So, ab in die Röhre. Ich glaube, das hier ist es. Cool, das lief doch schon mal gut. So, ach, das war nicht das Röntgen-Minispiel. Welches ist es denn dann? Wahrscheinlich das, wo man das so drauflegen muss. Auch eines meiner Lieblingsminispiele. Also diese Röntgologie. Moment, da. Ist nicht so mein Lieblingsort, aber naja. Aha, nein, nein, nein. Da brauchen wir Creme. Einmal Creme. Und jetzt ab auf den heißen Stuhl. Aha, einmal eine Spritze. Und gespritzt. Und hier orange. Aber wieso ist sie nicht perfekt? Das Ergebnis. Ich fand, wir waren sehr schnell bei ihr eigentlich. Oder ist es das hier? Nee, das ist es auch nicht. Dann ist es doch das Drauflegen. Man sieht da ja auch diesen Schädel. Ah, Moment. Schnell. Puh, das war knapp. So. Aha, einmal das hier. Bitte sehr. Schauen Sie nur, wie hübsch das aussieht. Und was hätten Sie gerne? Ach, das ist ja der gleiche. Nein! Ah, verflixt. Hoffentlich schaffen wir das jetzt noch. Kann sein, dass es nicht mehr reicht. Schon dieser kleine Fehler könnte alles zerstört haben. Aber dann ist es so. Dann müssen wir das einfach akzeptieren. So. Aha, einmal der blaue Stift. Kein Prop. Flupp und flupp. Und wir bräuchten jetzt noch eine Person. Schnell. Oh nein, sie ist auch noch ganz mies gelaunt. Und der hier kriegt gleich sein Herz weg. Das ist doof. Creme. Creme. Und er hat kein Herz mehr. Das ist so doof. Kommen Sie doch hierher. Schnell. Oder ich mache erst Sie. So. Na, na. Verdammt. Scheibenkleister aber auch. So, einmal hier. Da mache ich mal schnell. Oh, ey. Ah! Ich glaube, das wird nichts. Mit der Prüfung diesmal. Das wird nichts. Ich bin zu schlecht. Weil ich bin zu aufgeregt. Das ist das Problem. Ich fange dann an, so zitterig zu sein. Und dann tue ich es daneben. Und dann ist alles kaputt. Habe ich alles hier kaputt gemacht. Voll doof. So, jetzt schnell hier mal, Leute. Ey, ihr kommt einfach zu langsam. Ich brauche mehr kranke Menschen. Ich brauche mehr kranke Menschen. Muss ich etwa dafür sorgen, oder was? Gebt euch doch mal Mühe. Ah, okay, das ist das Entdeckungsbild. Manche Leute haben einfach so eine Lücke im Gehirn. Ist das nicht traurig? So, und eine Spritze. Und schnell entlassen. Perfekt. Das hat doch ganz gut geklappt. Wir haben auch schon den ersten Stern. Nein! So, und darüber. Aber ich glaube, mit der Prüfung, das wird jetzt echt schwierig. Da haben wir zwar nochmal drei. Naja, wenn wir noch zwei Patienten haben, die das haben wollen, dann kriegen wir es vielleicht hin. Aber, Und schon wieder haben wir hier ganz hinten einen, der leider nur rote Herzen hat. Ich wusste, dass du was willst. Ich bin unterwegs. So, sie ist aber noch nicht zufrieden. Da kommt gleich noch was.
Okay, sie will da rüber. Er braucht den Rotstift. Die wollen immer, dass ich sie markiere. Als wichtigsten Patienten von allen. Ah! Ah nee, das ist das. Wo ist es denn? Oh, das war richtig schlecht. Oh Gott. So, und der Rotstift. Oh Gott. Und alle entlassen. Ja, das sieht ja mal wieder nicht so gut aus, huh? Ich glaube, dieses Level werden wir auch nicht ganz so gut abschließen. Wäre halt cool, wenn wir zumindest die Prüfung hätten. Aber da bräuchten wir ja echt noch zwei Leute. Und einen müsste ich zumindest perfekt hinbekommen. Sonst haben wir ein Problem. Ah, oh, ah. So, einmal die Creme noch. Und bitte sehr. Flup, 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 flup. Kommen Sie hierher. Bitte, lassen Sie mich Sie röntgentechnisch untersuchen. Nein, lässt sie natürlich nicht zu. Die wollen alle nur ihre Cremes. Ja, dann wird wahrscheinlich einer noch kommen. Und dadurch, dass ich halt zweimal nur zwei hatte, hatte ich es dann schon vermasselt. Ich hätte quasi alle richtig haben müssen. Das ist so deprimierend. Du willst bestimmt noch mal die Röntgen untersuchen. Du bist bestimmt der Letzte, der die will. Ah. Ey, es geht einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Jetzt bräuchte ich noch mal einen Dreier, also einen perfekten. Dann würde es gehen, aber... Na, vielleicht haben wir ja Glück und es kommt noch einer und ich krieg's hin. Mal schauen. Flup, flup. Vielleicht er hier. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Nee, das ist es nicht, ne? Nee, das ist nur so eine Behandlung. Oh Gott. Okay, geh dahin. Ich muss erst mal sehen, was du willst, damit ich nicht so nervös bin. Oh Gott, das ist es. Okay, ganz ruhig bleiben. Oh, ja, Glück gehabt, dass es so leicht war. So, super. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt haben wir das noch geschafft. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. So, du noch einmal hierher. Und ich fürchte, es reicht zwar nicht für die 3 Sterne, aber zumindest haben wir die Prüfung noch geschafft. Na? Oh, das war mega knapp. So knapp war es, glaube ich, noch nie. Juhu! Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte, Connor. Ich habe den Vater dieses kleinen Mädchens gerettet. Mehr Gutes konnte ich noch nicht vollbringen? Ach so, insgesamt meint sie, glaube ich, in ihrer Ärztekarriere. Und jetzt stellt sich heraus, dass er gar nicht gesund ist. Manchmal stinkt einfach die ganze Welt. Das ist deine Lebensweisheit, was? Die habe ich im Laufe der Jahre gelernt, ja. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich lasse dich nicht allein. Wuff, wuff. Voll süß. Oh, ich bin so froh, dass wir das noch geschafft haben. Und mit 3 Sternen. Ach, na gut, ich mache heute ein bisschen früher einen Cut. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, aber möchte trotzdem eine Folge hochladen können. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Heart's Medicine Time to Heal wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.